Hallo du Liebe, heute geht es um ganz einfache Tricks, nämlich wie peppe ich so ein bisschen meinen Bläser auf. Ich habe heute einen relativ schlichten, klassischen Bläser an, aber er ist dennoch modisch, weil er etwas breitere, betonte Schultern hat und schön schmal in der Taille ist. Diese ganz oversized Bläser, die waren ja auch hier sehr breit, aber dieser ist eben hier schmal. Aber wie kann ich den jetzt so ein bisschen aufpeppen, um das einfach etwas interessanter zu machen? Also egal, ob ihr einen ganz schmalen Gürtel oder einen breiten Gürtel zur Verfügung habt, also irgendeinen Gürtel habt ihr sicherlich und den legt ihr einfach hier um die Taille. Macht den ganz eng, also so eng es eigentlich geht. Luft holen müsst ihr natürlich noch. Und schon habt ihr das Outfit modisch aufgepeppt. Mit einem breiten Gürtel machen. Auch mal kurz, wie das aussieht. Wenn ihr mögt, weil der vielleicht ein bisschen weiter ist, hier unten könnt ihr den ruhig auch so überlappen oder ihr könnt ihn ganz normal zuknöpfen. Ihr könnt zum Beispiel, dieses hier ist ein spezieller Gürtel, der extra so gemacht worden ist, aber wenn ihr zum Beispiel den Gürtel von deinem Freund nimmst, oder vielleicht einer, der dir zu lang geworden ist, kann man das auch einfach hier so umschlagen. Und ich finde, das schaut auch cool aus. Ihr könnt euren Bläser natürlich auch mit einer Brosche aufpeppen. Entweder, es gibt ja auch einreihige Bläser oder zweireihige. Dann könnt ihr das zum Beispiel hier statt Knopf einfach einsetzen und mit der Brosche schließen den Bläser. Oder ihr steckt die Brosche einfach hier an, aber ich sag mal, damit kann man eigentlich jedes, in Anführungsstrichen, langweilige Outfit aufpeppen und jeder denkt, oh wow, die hat was Neues. Vielleicht denkst du jetzt, naja, so einen modischen Bläser habe ich ja gar nicht zu Hause, gar nicht schlimm. Das ist jetzt wirklich ein ganz klassisch geschnittener Bläser, der nicht überschnitten ist und trotzdem sieht das gut aus mit dem Gürtel. Ich zeige es dir einfach ganz kurz. Also hier schließe ich das jetzt einfach mal. Und dann hier einen schmalen Gürtel und sieht auch gut aus mit einem Rand. Hab einen schönen Tag.